Guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV 10:40 Uhr, 8.7. Wir wollen wieder auf den DAX an dieser Stelle schauen. Und ja, es wurde und war gestern noch sehr turbulent beim Index, aber die grundsätzliche Tendenz, und die sehen wir hier in diesem blauen Pfeil, war weiter abwärts gerichtet. Bewerten wir daher mal den Stundenchart aus. Also, wir haben hier gestern zur US-Session erstmal wirklich tiefrote Vorzeichen gesehen, so rum, um dann hier praktisch zum Xetra-Handelsschluss hier eine Art Reversal zu erfahren. Und bis zu den späten Abendstunden haben die Amerikaner hier ein klassisches Reversal-Setup hingelegt, welches sich dann aber hier im asiatischen Verlauf, wir sehen das, hier sichtlich abschwächte. Die Widerstandszone um 10.830 wurde aufgrund der nachbörslichen Indikation hier ein Stück weit aufgelöst. Also insofern will ich diese mal rausnehmen. Dennoch der Markt weiter hier ganz klar unter Beschuss. Auf der Oberseite bleibt das Level von 10.940 Punkten das signifikante Widerstandslevel. Erst oberhalb dessen wird es ja vorsichtig bullisch. Unterhalb dieser Abwärtstrendlinie, die wir hier aktuell im Bereich sogar von 10.890, 880 Punkten sehen, bleibt das Setup auch weiter bullisch und insofern ist hier eigentlich nichts dagegen einzuwenden, dass der DAX jetzt weiter nach unten abkippt. Und wir haben hier von der 24-Stunden-Indikation ausgehend sogar einen sehr, sehr steilen Abwärtstrend, der sicherlich nicht ewig halten wird, aber hier zunächst mal vorauswirft, dass wir unterhalb, und das können wir hier jetzt durchaus als kleines Widerstandslevel identifizieren, machen wir auch direkt fix, inklusive der jüngsten Kerzen, schrauben wir das mal ein Stück hoch, so, dass hier dieses Preislevel um 10.755 Punkte, ja, die kurzfristige Marke bleibt für weiter fallende Preise. Und wir sehen ja, der DAX jetzt hier wieder unterwegs auf oder in Richtung neuer Tiefs und ich meine, das dürfte auch so bleiben. Vielleicht nochmal im Laufe des weiteren Tages ein kleiner Pullback, aber generell nehmen wir dann wohl Kurs auf 10.600/10.500 Punkte. Schauen wir uns mal die Range an, die zur Verfügung stehende. Da bedienen wir uns hier dem MetaTrader, rechts der Xetra DAX mit einer Range von hier aktuell 103 Punkten. Liegt natürlich damit zusammen, dass wir hier das Gap entsprechend drin haben. Und hier der CFD DAX, die 24-Stunden-Indikation. Wir schauen mal hier auf die ADR Lows und Highs. Nehmen wir die 24-Stunden-Indikation, die praktisch den Rundumhandel eben einfängt. Für mich dahingehend zur Auswertung immer ein Stück weit interessanter. Letztlich haben wir vor Wochentief, vor Monatstief, vor Tagestief hier temporär unterschritten. Und wir sehen hier die schwarzen Kerzen im 15-Minuten-Chart. Das sieht hier mitsamt der aktuellen Kerze hier höchst, höchst bärisch aus. Wir haben hier 88% negatives Indikatorenmomentum. Das ist fast schon am Limit, aber zeigt, dass wir hier durchaus noch tiefer gehen können. Und wenn wir unter das Vortagestief/ unter das bisherige Tagestief von 10.652 Punkte zurückfallen, dann haben wir hier sicherlich Potenzial im Sinne der Average True Range bis 10.568 Punkte rund. Und das wäre für heute ein technisches Ziel, ein technisch ableitbares Ziel, praktisch zwischen 10.568 und 10.533 Punkten wäre ein heutiges Tief beim DAX denkbar. Einzig hier das Vortagestief, der 1. April, könnte interessant werden, wenn dies jetzt nochmal passiert, also wenn der DAX jetzt hier nicht direkt durchsackt, sondern sich am Vortagestief hier wieder fängt, also die Käufer hier sozusagen intraday zugreifen und diese Zone im Bereich 10.658 Punkten als Stabilisierungspunkt ansehen. Wenn es dazu kommt, dann hat der DAX sicherlich gute Chancen, temporär eine Erholung zu fahren, die allerdings dann bereits am Vorwochentief/ am Vormonatstief, soweit dürfte es gar nicht hochgehen, vielmehr vor Wochentief hier im Bereich 10.700 sechs Punkten hier der Markt wieder nach unten abdrehen müsste. Rein wochentagsstatistisch will ich Ihnen nicht vorenthalten, haben wir hier eine leicht positive Tendenz. Der morgige Donnerstag ganz, ganz klar hervorstechen mit 64% positiver Schlusspreis. Also morgen könnte es hier durchaus zu einer technischen Reaktion kommen, die wir, wenn wir Richtung 10.550, 10.600 laufen, auch durchaus gerechtfertigt wäre. Das schauen wir uns jetzt mal gleich auch im Tageschart an. Warum, wieso, weshalb? Andererseits haben wir eben hier unten diese Trendkanallinie. Das sehen wir jetzt im Tageschart noch ein Stück weit deutlicher. So. Und wir hätten hier den Bereich 10.550
Für den Fall die heutige Kerze wirklich düster. Wenn es eben hier weiter runter geht, dann haben wir hier irgendwann in diesem Bereich dieser Trendlinie, und da sehen Sie hier rückblickend seit dem Frühjahr bzw. seit Etablierung dieses Abwärtstrendkanals, dass der Markt hier tatsächlich immer wieder ein kleines Pullback feiert. Das soll heißen, also wenn wir jetzt hier noch ein Stück weiter absacken, der Wochenpivotpunkt 10.447 wäre dann sozusagen das High-End in Sachen Abgabebereitschaft, da könnte der DAX dann wieder anziehen. Also wenn wir jetzt hier noch ein Stück weit das Ganze nach unten ausdehnen, sozusagen, machen wir mal einen Punkt hinzu, dann wäre hier theoretisch eine technische Gegenbewegung denkbar. Aber kurzfristig bleibt das hier, wie gesagt, alles höchst, höchst bärisch. Kommen wir heute noch ein Stück weit zurück, Schrägstrich morgen im Sinne dieser bullischen Sequenz, dann dürfte es hier knapp oberhalb von 10.800 Punkten eng werden. Und wir machen das jetzt mal hier mit diesem blauen Pfeil für den Fall eines Reversals. So, haben wir nämlich hier jetzt eine untergeordnete Widerstandszone, die wir hier aufgrund der letzten Kerzenspikes und des heutigen Openings sozusagen manifestieren können. Und die zeigt eben hier eindeutig, dass der Markt unterhalb von 10.850 Punkten, aber das sehe ich heute auf keinen Fall mehr, solche hohen Niveaus, unverändert short bleibt im kurzfristigen Segment. Also, liebe Zuschauer, das wäre es im Prinzip schon gewesen für die DAX-Beschau. Weiter Short ist hier Trumpf. Die gestrige Erholung, gerade nachbörsliche Erholung, scheint hier schon passé. Und viel mehr nach oben sollte es jetzt eigentlich nicht gehen. Wir sind saisonal, das wissen Sie, hier vor einer durchaus taktisch schwierigen Phase, die hier bis in den September-Oktober hinein weiterfallende Preise begünstigen könnte. Aber machen wir uns nichts vor, der DAX ist enorm gut gelaufen während der letzten Monate, also jetzt abgesehen von den Korrekturimpulsen seit April. Insofern ist es auch durchaus mal gesund, dass der Markt ein Stück weit durchschnauft. Die Zinsanhebungsängste kursieren, geistern eher am Horizont herum, und wenn es da mal konkreter wird, dann muss man sich sicherlich nochmal auf einen neuen Sell-Modus einstellen. So viel dazu erstmal. Wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Sicherlich gibt es heute noch ein bis zwei Sendungen. Im Stream informiere ich Sie darüber, und bis dahin verbleibe ich jetzt erstmal mit besten Grüßen, wünsche Ihnen gutes Händchen im heutigen Traden und sende einen auf bald, Ihr Christian Kämmerer, und tschüss.